Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Donkey Kong Country Returns. 7.4 Getriebsausflug. Ich komme bisher ja in dieser Welt echt gut zurecht. In den letzten paar zwei Level 100% geschafft. Und zwar keine kleinen Level, sondern echt schon große. Links habe ich jetzt schon Puzzleteil gesehen. Mal sehen, was wir heute alles schaffen. Ich habe die Taste nicht losgelassen, okay. Aber anscheinend schon. Anscheinend ja schon. Alter, was backt die Fernbedienung jetzt? Jetzt wäre ich hier fast auch noch runtergefallen. Ja gut. Ich fühle mich gerade wie so ein Anfänger. Was geht los mit meiner Fernbedienung? Hat die plötzlich Probleme einfach mal? Ich glaube, sie geht kaputt. Naja, immerhin haben wir jetzt schon ein Puzzleteil. Es gibt bestimmt 7 oder so. Ja. Ja, das eine holen wir dann noch. Könnte ich eigentlich jetzt auch schon holen. Komm, dann hole ich das jetzt schon. Dann habe ich es jetzt einmal sicher, bevor ich dann jetzt zum Speicherschwein komme und mich ärgere. Und ich meine, ich bin so intelligent. Bevor ich dann zum Speicherschwein komme und mich ärgere, meinte ich, hole ich das lieber jetzt schon. Ach, jetzt kommen wieder solche Plattformen. Oh, Raketenlevel. Oh, shit. Okay. Das wird eine komplette Folge Raketenlevel. Und ich bin auch noch aus der Übung. Und ich kenne diese Raketenlevel nicht. Ich habe ein K, aber keine Puzzleteile. Ich habe ein Puzzleteil. Ich habe schon das dritte Puzzleteil. Ich bin tot. Ich habe das K sicher. Geil. Find's gut, dass direkt nach dem Speicherschwein K ist. Das K direkt vor dem Speicherschwein ist. Ich kenne diesen Level übrigens nicht. Also wer behauptet, ich würde jetzt gehen oder sowas. Ich habe keinen Plan. Das ist O. Shit. Ich hasse Raketenlevel. Die sind cool animiert und so, aber ich bin einfach schlecht da drinne. Okay, wir bleiben ruhig, wir bleiben ruhig. Es ist nur ein Raketenlevel. Den kann man auch in 10 Minuten abhaken. Oder in einer halben Stunde. In einem Jahr. Wie? Mann. Konzentrier dich einfach mal, Johannes. Yabbi. Ah, fuck. Das ist echt scheiße. Der geht früher runter und deswegen können wir da oben nicht ranstoßen. Ich hasse Raketenlevel. Vor allem, wir kommen jetzt wieder bei einer Stelle nicht weiter. Das ist halt einfach so Abfuck. Weißt du, du musst halt einfach an der Stelle bleiben. Du musst möglichst immer in der Mitte fahren. Speicherschwein, danke. Speicherschwein, danke. Mann, scheiße. Ich will's nicht. Gib mir ein Lorenlevel. Lorenlevel kann ich immerhin, aber kein Raketenlevel. Kann die Scheiße nicht. Ha! Ach Mann, ich kann die Scheiße nicht. Ach Mann, Leute, ich sehe schon, in diesem Part schaffe ich es nicht mehr. Mann, bitte, 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 bitte. Betet mal für mich bitte, dass ich es jetzt schaffe. Danke. Hab nämlich keine Lust, hier immer zu failen. Wusch, 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 wusch. Puzzleteil gratis geschenkt. Speicherschwein. Halleluja.
17 Level, aber dann nochmal spielen wegen dem Puzzleteil. Nein. Habe ich sogar keinen Bock, Alter. Wieso funktioniert die A-Taste nicht mehr? Was geht denn mit meiner Fernbedienung gerade ab, Alter? Ist einfach mal auf Drogen. Hat alle Macken, was eine Fernbedienung haben kann. Okay. N, gratis. Ich will halt einfach mal mit dem N durchkommen, weißt du. Nein! Es ist einfach dreckig. Ja gut, jetzt... Ich kenne diesen Level nicht. Was willst du von mir einfach, Fernbedienung? Nein, ich will den Superassistent nicht aktivieren. Was will denn die Fernbedienung die ganze Zeit von mir? Die buggt richtig rum. Guck mal, der kommt hier hoch und ich kann ihn nicht rausbefreien. Nein! Ich muss immer 3 Sekunden warten. Okay. Wow, ein Leben gibt's da. Kann ich sehr gut gebrauchen, nicht? Aber das Puzzleteil kann ich gebrauchen. Es war so klar, dass ich an der letzten Kante sterbe. Wieso funktioniert meine fucking A-Taste nicht? Das macht mich so aggressiv ein bisschen. Jetzt sammle ich die ganze Scheiße natürlich immer ein. Wenn ich es jetzt einfach so hinkriege. Ich habe jetzt herausgefunden, wenn man ruhig drückt, ist man besser dran. Ich krieg Angst. Als ob man da unten toter durch muss. Nein, ich möchte diesen fucking Super Kong Assistenten nicht. Junge. Kapierst du es nicht? Ich möchte diesen scheiß Super Assistenten nicht. Ich möchte gucken, wie viele Puzzleteile ich noch brauche. 2. Wird bestimmt noch ein Speicherschwein kommen oder sowas. So, in diesem Part werden wir natürlich nichts weiter schaffen, außer diesem Level. Ist natürlich logisch. Ja, diese Level sind immer echt. Weil es ein Try and Error Prinzip ist und. Ja. Okay, hier musst du rüberschleichen. Da musst du hier runter. Das G brauchen wir aber. Nein! Alter, wer hätte sich denn gedacht, dass das G sich so hässlich dreckig bewegt? Wieso muss ich denn da immer Jahre warten? Was ist denn mit deiner mit deinem Leben los, du blöde A-Taste? Wurde anal penetriert, die A-Taste. Genau so wurde die anal penetriert. So. Jetzt konzentrieren wir uns mal. Da ist ja dann schon das G, das heißt, der Level ist ja dann fast schon zu Ende. Sehr knapp. G. Es kommt oben bestimmt nochmal ein Puzzleteil oder sonst sowas. Ach so, ja, stimmt. Ah. Ich muss den Level jetzt eh nochmal spielen mit Diddy. Aber wir haben das KNG ja vollständig und da fehlen uns nur noch 2 Puzzleteile. Ich würde sagen, das machen wir gleich noch in diesem Part, weil dann haben wir es weg. Dann beende ich auch meine Aufnahmesession. Also im Durchschnitt nehme ich nur 2 Parts auf. Ist echt ein bisschen wenig, aber ja. Upsi. Inventar, Squawks. Spielen. Los geht's. War gar nicht so schwer, der Level. Okay, er schreit einfach mal schon hier, okay. Wieso? Ich weiß wahrscheinlich wo. Okay. Unnötiges Puzzleteil. Und dann eins halt noch, was wir hier irgendwo übersehen haben beim Münzen sammeln. Natürlich, gleich das erste Münzding. Logisch, beide Puzzleteile direkt am Anfang des Levels. Dann dürfen wir diesen Level nochmal komplett durchspielen. Ja.
Dann wird es wenigstens ein kurzer Part, also wenn ich jetzt das hier im First Try schaffe. Ich gehe zwar nicht davon aus, aber... Könnt es ja mal versuchen. Erstes Speicherschwein schon mal. Kann auch Leben sammeln. Brauchen wir Spieler. Ha, haben wir jetzt alle Puzzleteile? Ja, wir haben alle Puzzleteile. Okay. So. Jetzt werden wieder die ersten von euch abschalten. Obwohl, wenn ihr die Fails sehen wollt von mir, dann bleibt ihr bestimmt eh dran. Ich kenne euch ja nicht, ihr kleinen Rabauken. Es war sehr, sehr hart knapp gerade. Genauso wie das. Genauso wie das. Jetzt sage ich einfach mal bei jedem, es war hart knapp, dann kommt das schwieriger rüber. Wenn man diesen Level hier upskillt, kann man hier echt Leben sammeln. Wenn man die ganzen Bananen einsammelt und so, das sollte man aber beim ersten Dings da machen. Aber der braucht schon Leben. Ich meine, die kann man sich ja kaufen für die Bananen. Und die kriegt man ja eh in jedem Level, also davon her. Sammelt man hier nicht wie in Super Mario 3D World die Leben. In Super Mario 3D World brauchte man ja jedes Leben wirklich. Aber Lebensheat kann man ja hier nicht machen. Außer halt doch, an manchen Stellen gibt es unendlich Bananenmünzen, aber das bringt ja einen dann nicht so viel. Jetzt müssen wir uns kurz nochmal konzentrieren. Damit ich hier nicht sterbe. Hier runterfalle oder so, weißt du. Das war jetzt schon wieder so eine dumme Whisky-Aktion. Uns fehlt übrigens nur das O. Jetzt nur noch in der Mitte bleiben und dann hat sich das. Und jetzt hier noch Leben absahen. Wir bekommen einfach keine Leben. Wir bekommen immer nur Bananenmünzen. Aber die auch fast nur noch selten. Nur noch ganz selten. Eigentlich immer die Bananen. Ist echt blöd. Wir müssen uns eigentlich mal wieder die Galerie angucken, da die Folge jetzt erst 12 Minuten geht. Und ich habe aus Spaß vorhin auch gesagt, das kann man in 10 Minuten abmachen. Den Level. Dann würde ich sagen, gucken wir uns heute mal wieder die Galerie an. Aber dann müssen wir erstmal wieder ins Menü gehen. Das ist echt blöd. Spiel beenden. Spiel beenden natürlich. So, wieder rein in die Datei 1. 78% haben wir schon. 101 oder so ist unser Ziel. Und ab geht's zu Extras. Haben wir bei der Bildergalerie. Bestimmt viele Sachen. Skeletorex. Ja, ein Skelett. Tyrannosaurus. Knochenkopf Karl. Ich hab ihn gehasst. Koala. Kann ich mich jetzt nicht mehr direkt daran erinnern, aber ich glaube, der war nicht so schlimm. Die Tickies. Hüpf-Ticky. Fackel-Ticky. Fackel-Ticky ist ganz lustig. Ticky-Entwurf. So ein grober Skizzenentwurf. Wie hieß... Was waren das eigentlich? Ihr Kreaturen 2. Bösewichte. Mango-Ruby. Der leichteste Charakter-Boss in diesem Spiel. Ghastly. Ein Arschloch. Die Welten. Ja, das sind immer die ganzen Zeichnungen. Fossilienklippen. Sehen schon echt geil aus. Farndüse. Da wird der Regenwald abgeholzt. Achso, die hatten wir schon, Farndüse, irgendwann mal, glaube ich, oder? Das hier ist auf jeden Fall ein neuer Fabrikeingang. Das sieht natürlich edel aus. Da ist so eine riesige Maschine und einfach mal so eine fette Fabrik in diesem Dschungel mit Fässern oder eine Fässerfabrik. Ey, das ist echt genial. Erinnert mich ein bisschen an Donkey Kong, der alte Automaten. Die Kongs. Zwei Sachen. Unser Speicherschwein. Tutorial-Schwein. Oink plus 47 gleich Mond. Oder Banane. Trautesheim. Ja, unser Zuhause. Was wir auch schon seligst vermissen. Hoffen wir da je wieder zurückkehren. Werden, ob wir am Ende von diesem Spiel zurückkehren werden. Ich kenne gar nicht das Ende. Ehrlich gesagt, ist echt schon billig. Echt schon ein bisschen traurig. Musik klippen. Krollgerumpel. Ich kenne das echt nicht, das Ende. Das ist echt schade. Ist wieder die alte Donkey Kong Musik gemixt. Auf antiken Faden. Klippenkonzert.
Und in klebriger Mission als letztes. Okay. Und wir haben noch bei Dioramen, glaube ich, ein oder zwei Sachen. Zwei sogar. Wald. Bin ich jetzt gespannt. Oh, sieht wieder geil aus. Hier oben haben wir so einen Pilz, da wachsen Bäume drauf. Hier schwingen sich Diddy mit seiner Kanone und Donkey an der Liane. Hier ist so eine Pflanze, die hier im Maul aufreißt. Hier sind die ganzen Pflanzen. Da ist sogar eine Erdnuss. Warum, muss ich nicht wissen. Hier ist diese Pflanze, die uns hochzieht. Hier sind auch nochmal Pilze drauf. Hier wachsen diese ganzen Pflanzen raus. Hier sind sogar noch sowas wie Spinnen oder Traumfänger ist das irgendwie. Hier, doch, hier sind Spinnen, ne? Spinnennetze, unsere lieben Spinnen. Schon ganz geil, Alter. Ich feier die einfach mal. Hier sind diese Trampolinpflanze. Das ist echt so geil. Alleine deswegen lohnt es sich, die Sachen zu sammeln für diese geilen Dioramen. Und die Klippen, da warte ich jetzt auch was Geiles. Oh ja, da ist der Endboss. Da ist dieser T-Rex. Hier ist noch hinter uns so einer. Diddy auf dem Rücken von Donkey, so wie wir quasi die ganze Zeit spielen. Und da ist der Maul von dem Gegner. Können wir sogar reingucken. Was haben wir hier unten? Er steht da so irgendwie komisch drauf. Hier ist irgendwie auf jeden Fall eine, wie heißt das, antike Malerei. Diese Grabmäler. Ne, Grabmäler sind die Grabzeichnungen irgendwie. Steinzeichnungen. Hier unten auf jeden Fall auch so ein T-Rex-Kopf. Da seht ihr ihn mal richtig. Hier ein Tiki noch. Knochen. Alter, das ist echt richtig geil gemacht. Kann ich nur jedes Mal sagen. Dann würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Part. Wir sehen uns dann wieder in der Welt Fabrik, die wir gerade haben, die echt geil ist. Das ist die geilste Welt eigentlich, finde ich. So macht mir am meisten Spaß. Und dann würde ich sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Part. Bis dahin und ciao.